hallo und herzlich willkommen in der improvisierten Küche. Wir bereiten heute unser Weihnachtsmenü vor. Und zwar wäre der Plan, ich habe es selber noch nie gemacht, dieses Stück Schweinefilet im Speckmantel einzupacken, mit etwas Senf, Salz, Pfeffer zu marinieren, also zwischen dem Filet und dem Speck, und das Ganze schön zusammenzubinden. Und das am besten noch in zwei mundgerechten Happen, die in dieses Etappöttchen passen. Das dreckig ist. Hat offenbar jemand nicht sauber abgewaschen. Das weiß ich nicht, wer das gewesen sein soll. Keine Ahnung. Dann ist es doch sauber. Ich habe das Filet schon etwas vorbereitet und von Knorpel und Sehnenresten etc. befreit. Dankeschön. Bitteschön. Und jetzt versuchen wir mal mit dem Speck da eine schöne einwickelbare Fläche zu legen. Ich dachte mir, es wäre vielleicht toll, wenn man das so im Schachbrettmuster macht. Ist natürlich dann nochmal wieder komplizierter, aber wow. Wir versuchen es mal. Soll ja unser Weihnachtsmenü werden. Jetzt ist er da dicker und da dünner. Und bekanntlich muss man für ein Weihnachtsmenü vorher enorm viel Stress gehabt haben und in Panik geraten und Familienkrisen auslösen. Das gehört auch zum Fest. Ja, nee, aber es ist doch schön, wenn es was Schönes zu essen das gibt. Das ist so, ja, absolut. Oh Mann. Nein, ich meine ja nur so rein traditionell. Nein, das kommt doch dann am Fest selber, bei der Bescherung und so. Ach so. Dann kommen doch traditionell die Vorwürfe. Du hast gar nichts gemacht, Karl. Du hast den Baum nicht richtig geschmückt. Immer muss ich für alles gucken. Das Lametta hängt zu tief. Wir haben kein Lametta für unseren Baum. Nein, haben wir nicht. Oh. Aber wir schmücken auch ein. Und Spoiler, das ist zwar jetzt hier unsere Weihnachtsfeier und die wird am 24. veröffentlicht, aber ja, wir bereiten das natürlich vor, weil am 24. haben wir ja tatsächlich Weihnachten und tatsächlich auch so ein kleines bisschen was Privates dann. Wie Privatleben? Haben wir das noch? Ja, schon. Jetzt, aber Schatz, Frage. Ich habe dreckige Hände, könntest du mir einen Tupf Senf da in die Mitte machen? Das kriege ich Geht hin. Geht das? Ich kann zur Not hier noch helfen aufzudrehen. Das ist gut. Ich mache einen Tupf. Ja, du kannst... Okay. War zu viel. Kriegen wir hin. Man hätte auch schon das etwas verteilen können. Du hast gesagt, einen Tupf ja, in die Mitte. Natürlich meine Schuld. Das war die Arbeitsanweisung. Ich arbeite immer genau nach Plan und wenn der halt... Nee, das war ein Häufchen, das war kein Tupf. Reicht das schon, ne? Ja, ich glaube schon. Oder? Ja. Weil jetzt würzen wir indirekt das Filet über den Mantel. Mhm. Wahrscheinlich braucht es gar nicht so viel Salz, wenn man noch den Speck drin hat. Nehmen wir noch ein bisschen Pfeffer. Und nachsalzen kann man ja immer. Zurücksalzen bekanntlich nicht. Mhm. Und jetzt kommt die große Challenge des Schneidens. So, du machst dich mal klein. Ja, jetzt sieht man, dass ich das Gefühl habe, es hier ungefähr gleich dick legen zu wollen. Ich glaube schon, dass man das sieht. Außerdem hast du es ja jetzt gesagt. Wie packt man das am geschicktesten ein? Ach, bekommt der zweite auch noch so ein... Ja, natürlich. Ah, ich dachte, das würde jetzt irgendwie für beide reichen. Nein. Das wäre dann fast ein bisschen zu krass, wenn das für beide reichen sollte. Okay. So. Mhm. Ja, alle, die das schon mal gemacht haben, werden das wahrscheinlich besser hinkriegen. Ja, und alle, die keine Ahnung von sowas haben, kriegen es nicht besser hin, so wie ich. So, la. Hm. Jetzt, damit es nicht beim Braten auseinanderfällt. Kommt jetzt die tolle Brat- und Backschnur. Kommt jetzt irgendwie eine lustige Brat- und Backschnur. Wir hatten gestern einen Aha-Moment, als ich rausgefunden habe, dass so etwas wie Brat- und Backschnur existiert. Das ist eine spezielle Schnur, die erstens hitzestabil ist und zweitens die nicht zerfasert und dann nicht im Fleisch landet, wenn es entsprechend heiß wird. Richtig? Ja. Und halt auch unter lebensmittelhygienischen Aspekten hergestellt wird. Ah. Das Einpacken der Fleischstücke erledige ich hier rasch im Schnelltempo,
denn sonst müsst ihr da ganz lange zugucken und verpasst Heiligabend. Und ja, nee, das möchte ich nicht verantworten. Hobrat und Backschnur ist aber ganz schön resistent. Ja. So, dann hätten wir hier das erste Päckchen. Juhu, und das zweite machen wir genauso. Jawohl. Und dann kommt das in den Topf. Nein, dann gehen wir raus. Jo, hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsveranstaltung. Jetzt auch im Wald. Ja, und mit Schnee. Yeah. Und leider waren wir auch dieses Jahr nicht in der Lage, eine vernünftige Tanne zu finden zum Schmücken. Deshalb in diesem Fall heute exklusiv Latschenkiefer. Hey, wer hat schon Latschenkiefer als Weihnachtsbaum, ja? Und wir sind der Tanne schon näher. Letztes Jahr war es noch eine Buche, also nicht schimpfen, ne? Lass sie uns schmücken. Yay! Frau ist weg. Oh, da ist Frau wieder. Und die Sternchen, die wir hier aufhängen, die kennt ihr ja schon. Die haben wir ja im Weihnachtsdeko-Bastel-Türchen vom Adventskalender haben wir die ja gebastelt. Und dementsprechend, was denn? Das Sternchen, das wurde gerade scharf gestellt. Ich glaube schon. Und dann kommt das Highlight, der Mann im Wald in Holz, den ich geschenkt bekommen habe, der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr cool geworden. Und der hat sogar noch ein Paracord-Hutband an dem Hut. Hab das zur Kenntnis genommen. Also wirklich sehr, sehr cool. Herzlichen Dank nochmal dafür. Da freue ich mich wirklich außerordentlich drüber. Vielleicht sehe ich dann in ein paar Jährchen auch durchaus mal so aus, wer weiß. Jo, das wäre also, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, unser Weihnachtsbäumchen. Schatz, hast du keinen Hunger? Ja, ich habe schon auch Hunger, aber Essen gibt's danach. Ja, aber wir haben doch das Essen vergessen. Wir haben das Essen vergessen. Was machen wir denn jetzt? Naja, das kann man jetzt nur so lösen, dass wir das tun, was selbst Peter Wohlleben nicht hinkriegt, weil Peter Wohlleben hat ja auch keinen Master of Science und auch nicht den Mighty Bendalf-Stab. Denn wenn man in Kombination mit einem Master of Science in Forst- und Holzwissenschaften und dem Mighty Bendalf-Stab, Moment, steht hier drauf, Bendalf-Stab, dann kann man nämlich durch Raum und Zeit, durch das Wood Wide Web reisen, um woanders hinzukommen. So, wenn man durch das Wood Wide Web reisen möchte, braucht man natürlich einen entsprechend ein bisschen dickeren Baum, der dann auch Wood Wide Web Anbindungen hat. Ja, und den Bendalf-Stab, und man muss natürlich dann seinen Master of Science haben, um reingelassen zu werden. Und dann funktioniert das folgendermaßen, das geheime Knopfsignal, wichtig merken. Puff! Na, wo bleibt er denn bloß, unser Wood Wide Web Traveler? Wusch! Whee. Hallo, aha. Ben! Okay, nachdem wir im schneelosen Wald angekommen sind und ich jetzt auch stilechte Kopfbedeckungen entsprechend traditionell zur Weihnachtsfeier entsprechend auch trage, das mache ich jetzt wie oft zum vierten Mal, glaube ich schon, insgesamt. Alle Jahre, ja, zum zweiten Mal mit Frau.
Zum ersten Mal mit Frau. Also wenn wir jetzt den Status korrekt benennen wollen. Hast du auch ein Schneidbrettchen? Das hattest du, glaube ich, irgendwo drin. Wir sollten das Ding zurück. Du hast gesagt, die wilde Camperbox brauchen wir nicht. Ja, die Camperbox brauchen wir nicht, aber ich habe das Brettchen extra an einen anderen Ort eingepackt. Ja, ich habe gedacht, ich pack's in die Camperbox. Wenn das so ist, haben wir kein Schneidbrettchen. Dann haben wir halt einen Teller. Ja. Es gibt eben unser umwickeltes Schweinefilet und dafür brauchen wir auch einen Backofen. Und der Backofen, der heizt da gerade vor, das ist der Backofen. Das ist ein Doppeltopfsystem. Topf 1, also der große Topf, den man jetzt hier sieht, der enthält Wasser und einen kleinen Topf. Und der kleine Topf ist quasi das Innere des Ofens. Und ja, das Wasser drumherum ist halt eben dann die Hitze, die dann für einen gewissen Ofeneffekt sorgen soll. Natürlich kriegt man mit so einem Doppeltopfofen jetzt keine Temperaturen hin, die 100 Grad nennenswert übersteigen. Das braucht man aber auch nicht für ein Niedergarsystem vom Fleisch. Und wenn es dann entsprechend länger drin ist, wird auch die Kerntemperatur von 60, 65, 70 Grad erreicht. Kling. Ich glaube, der Backofen ist schon am Vorwärmen. Der Backofen ist am Vorwärmen. Alles klar. Das Problem ist nur, dass der Topf da leider etwas verzogen ist und daher ist es gar nicht so einfach, den Backofendeckel auf und zu bekommen. Das könnte noch unterhaltsam werden. Aber praktischerweise hat er Frau Hitze unempfindliche Pfoten. Hier ist das Fleisch. Ja, Schatz. Ja. Es wäre schön, wenn das angebraten ist, bevor der Ofen explodiert. Das heißt, ich soll jetzt das Feuer anmachen? Ja, gerne. Du hast den Auftrag, das Fleisch anzubrutzeln. Ach so. Ja, das hast du eben gesagt, aber ich habe schon wieder vergessen. Also wir machen jetzt doch eins nach dem anderen, weil das ist wirklich zu eng hier. So, Küchenchefin hat jetzt angeordnet, man möge zwischendurch das Fleisch auch einmal hinstellen, damit es eben quasi auch auf den Seiten einmal angebrutzelt wird. Und das erste haben wir jetzt auch in einem schönen, appetitlich aussehender Färbung. Jawohl. Und das zweite brutzelt jetzt auch noch entsprechend durch. Okay, es ist Zeit für den Transfer. Dazu zoome ich noch ein bisschen raus. Plan ist jetzt also, dass der Ofen aufgeht. Ofen auf. Und ich jetzt umschaufle in den Ofen. Upsa. So. Transfer erfolgt. Ofen wieder zu. Und bis das Fleisch durchgezogen ist, schätze ich, wird es etwa 45 Minuten bis eine Stunde brauchen im Ofen. Warum machst du aus? Ach so, soll ich nicht ausmachen? Wir machen da gerade weiter mit Soße. Wir machen da gleich weiter mit Soße. Weil in der Zwischenzeit habe ich eine Zwiebel geschnitten in kleine Stücke, ein bisschen Knoblauch, also auch eine Zehe und ein paar Champignons in großen Stücken, damit Ben sie wieder raussuchen kann. Aha. Und Zwiebel und Knoblauch braten wir jetzt gerade hier im Fett, wo das Fleisch war, mit an. Und daraus wird dann das Söschen für die Filets. So, Problem mit dem Kocher ist jetzt so langsam, dass der beginnt ein wenig unter der Temperatur zu leiden. Also wer mit günstigem Gas, also den blauen Gaskartuschen aus dem Baumarkt arbeitet, der hat bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, und die haben wir jetzt gerade, mitunter durchaus ein bisschen Probleme, weil dadurch, dass der Druck in der Kartusche ja abnimmt, wenn das Gas da ausströmt, kommt es zu eben entsprechend einer Vereisungskälte. Das heißt, die Kartusche wird unten super, super kalt. Und das Gas strömt da nur aus bis zu einer gewissen Temperatur. Weil ab einer gewissen Temperatur, unter einer gewissen Temperatur, so rum,
ist das Gas dann halt irgendwann flüssig, auf gut Deutsch. Ne? Das ist ja auch Flüssiggas, was da in der Kartusche drin ist. Und das bleibt dann einfach flüssig, wenn es so kalt ist, dass ich das dann... Darf ich etwas hochstellen noch? Ja, eben nicht. Schade. Was man dann machen kann, also eine Möglichkeit wäre, wenn man jetzt noch eine zusätzliche Schüssel hat, dass man da Wasser reintut und die Kartusche mit dem Wasser in eine zusätzliche Schüssel stellt. Weil Wasser hat halt immerhin normalerweise nicht viel weniger als 4 Grad. Und bei 4 Grad, wenn die Kartusche also die Temperatur vom Wasser annimmt, sollte das Gas... Das muss ich halt noch leeren, aber ja gut, das kann ich ja mehren, das ist ja nicht die Schwierigkeit. Da sollte dann das Gas in der Lage sein, besser auszuströmen. Die angedünsteten Zwiebeln und Knoblauch löschen wir mit etwa einem Deziliter Weißwein ab. Ja, wäre halt schön gewesen, wenn es etwas wärmer wäre. Dann kommt da noch ein Rest Tomatenmark, ungefähr ein Esslöffel hinein. Also hier hältst du mal den Topf fest. Aha. Fest. Und schon läuft es besser. Spezialpulver. 100% nicht frei von geschmacksverstärkenden Zusatz. Ich meine ganz frei. Ja, da steht so Zeug wie Bratensoße extra oder so drauf. Ja. Für diejenigen, die auch Spezialpulver haben mögen. Und dann, Schatz, weil es recht rausdampft, wäre vielleicht ein Schluck Wasser noch gut. Ein Schluck Wasser folgt. Ach, die Pilzchen, die hätte man auch noch putzeln können. Tja. Ach, ich bin ja geschickt. Aha. So, und weil sich das Rezept gerade geändert hat, ergänzen wir jetzt die Pilze. Ja, aber der Trick mit dem Gaskartusche in den Wasserfuß stellen hat absolut funktioniert. Jetzt brennt sie wieder gut. Ein Gutsch Sahne fehlt da noch in der Soße und damit wär's das. Da müssen wir noch mal ranzoomen. Ja, nee, das brauchst du nicht. Das brauchst du noch nicht. Oh, okay. Erst lassen wir es köcheln und wenn da der Rest auch so weit ist, kommt noch ein Gutsch Sahne rein. Ihr kennt ja die Maßeinheit Gutsch inzwischen. Ja. Die Soße wird gerade wieder heiß. Das, die ist heiß. Die ist, am die ist heiß. Und das hat Gründe, weil wir wollen sie jetzt abschmecken. Da kommt ein bisschen Salz rein. Ein bisschen gemischte Kräuterchen. Etwas Pfeffer. Und ein bisschen vorsichtiger. So. Und was meinst du, Schatz? Muss doch ein bisschen von Frau E.'s geheimer Gewürzmischung rein. Unbedingt. Dann machen wir davon auch noch ein bisschen was rein. Hast du das Rührding noch? Das Rührding, Mensch. Also die geheime Gewürzmischung ist im Wesentlichen Paprika, Curry und ein bisschen Pfeffer. Auf X-Touren immer, oder vor X-Touren immer mal wieder nachgefüllt und ja. Daher weiß kein Mensch, was da jetzt eigentlich genau drin ist. Doch, natürlich. Ist ja die geheime Gewürzmischung, das weiß ich selbstverständlich absolut in- und auswendig. Aber es wird doch irgendwie lustig, wenn die geheime Gewürzmischung so geheim ist, dass selbst du nicht weißt, was drin ist. Natürlich weiß ich nicht, was drin ist, aber ich kann es ja wenigstens behaupten. Ach so. Ach Menno. Dann machen wir diesmal wirklich nur einen kleinen Gutsch Sahne rein. Wusch. Mhm. Und dann darf die Soße noch so 10 Minuten köcheln. Und dann sieht die, glaube ich, gut aus. Oh ja. Fröhliche Topflogistik ist angesagt. Topflogistik! Und zwar brauchen wir noch irgendwo ein Gefäß zum Kartoffelbrei drin machen. Ja. Und da ja zurzeit gerade irgendwie kein Kocher frei ist, ist der Plan, den Etapot zu leeren, und zwar in die dazugehörige Schüssel, die hier unten liegt, da einen Teller drauf zu machen, dass es nicht ganz schnell ganz kalt wird. Dann den Etapot mit etwas Wasser anfüllen, da kurz Kartoffelbrei machen und dann das Weihnachtsmenü genießen. Jawohl, in der Hoffnung, dass die Soße nicht allzu schnell kalt wird. So, und die Kartoffelbrei-Kocherei habe ich euch ein bisschen abgekürzt, denn wir haben da so ein kleines Problemchen zu Hause. Wir haben von ganz vielen Verpackungen so einzelne Beutel von Fertigkartoffelbrei,
die alle etwas unterschiedlich viel Wasser brauchen, je nach Menge der Flocken natürlich. Und da jemand mal aufgeräumt hatte und all diese Einzelpackungen bzw. Einzeltüten zusammengeworfen hat, wissen wir jetzt nicht mehr ganz so genau, wie viel Wasser zu welchem Kartoffelbrei muss. Und wir haben hier im Wald eine große Tüte Kartoffelbrei erwischt und die mit relativ wenig Wasser versucht zu machen, weshalb wir da nochmal nachgießen mussten und das Ganze sich etwas klumpig und schwieriger gestaltete. Aber wir haben es geschafft und das fertige Menü seht ihr jetzt. Ja, man sieht zum Glück nicht, wie sauber das Wasser hier ist. Nein, nein. Ja gut, dadurch, dass der Topf oft auf dem Feuer verwendet wird, also der innere Topf, ist das Wasser im Ofen in Anführungszeichen jetzt entsprechend dreckig. Dafür ist der Topf etwas sauberer. Aha. So, wie sieht es mit dem Kartoffelbrei aus? Der ist jetzt unten etwas angepurzelt, was ja auch nicht so verkehrt ist. Und komm, wir schöpfen. Wäre essbar. Diesen Teller zu dir? Ich nehme diesen Teller. Ich zeige es Ihnen, präsentiere ihn. Kamera, das ist das Essen. So sieht das aus. Und jetzt legen wir los, weil das wird kalt. Haha. Nein, ich nehme natürlich nicht das. Ich nehme das. So, aber jetzt, wir hauen rein. Oh, die Soße ist aber lecker. Und sogar noch warm. Befreit das Fleisch! Esst nicht die Schnur! Man beachte, ist durch, sieht sehr saftig, sehr zart aus. Mal gucken, wie es schmeckt. Perfekt. Perfekt. Saftig. Zart. Wunderbar durch. Super. Danke, Schatz. Gerne doch. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man das einfach mit der Schere aufschnibbelt. Ja, es ist definitiv ein besseres Weihnachtsmenü als das letztjährige. Nee, vorletztes Jahr. 2018 hatte ich einen Dosenburger. Nee, Döner vor Wann. Döner vor Wann, ja. Jetzt habe ich einen Döner. Also Döner kann man das wahrscheinlich auch nicht nennen. Aus heutiger Sicht ist Döner vor Wann fast leckerer als der Dosenburger. Aus heutiger Sicht. Ja, ich weiß, damals haben die mir die jeweils geschmeckt, aber seit ich verheiratet bin, habe ich ja ganz andere kulinarische Ansprüche. Nein, hast du nicht. Leider nein. Da ist immer noch so Zeug, was ich als besseres Hundefutter bezeichne. Oder als schlechteres Hundefutter. Mhm. Für Hunde zu schade. So. So, wir streiten noch ein bisschen. Wir streiten noch ein bisschen auf Kamera und... Und nachher... reisen wir wieder in den Schnee zurück. Richtig. Ich bin dann mal unterwegs, mal anklopfen bei den Waldgeistern. Hallo Ben. Danke Baum. So. Wir kommen zur diesjährigen Weihnachtsgeschichte. Mit Ben, nicht von Ben. Es war einmal ein kleiner Waldwichtel. Diese Waldwichtel, die leben normalerweise, wenn jetzt nicht gerade eben Adventszeit ist, leben die in so hohlen Ästen, also an Baumwurzeln. Wenn dann mal so ein Stück vom Baum abgestorben ist und sich dann so eine Vertiefung bildet, wo auch gerne mal das Wasser drin steht, da drin hocken diese kleinen Waldwichtel gerne oder irgendwie so halben so Wurzelmulden, da sitzen sie auch entsprechend gerne drin. Und ja, die sind die meiste Zeit des Jahres über eben entsprechend dann in ihren Wurzeln verschwunden und sind nicht weiter sichtbar und kommen nur zur Adventszeit raus. Ja, und das ist jetzt eben die Geschichte von einem kleinen, besonders alten Waldwichtel, der seit längerem auch ein paar Adventszeiten verschlafen hatte, weil er halt in seiner Wurzel so gemütlich gelegen ist. Und der beschließt nun, dieses Jahr mal wieder aus der Wurzel herauszukommen und in die Stadt zu gehen, um mal zu gucken, was die Menschen eigentlich so treiben. Also steigt er aus der Wurzel, stapft hier durch den Schnee, hinterlässt kleine Wichtelfußabdrücke
Brücke und macht sich auf nach unten in die Stadt, den Berg runter. Mal gucken, was da so entsprechend los ist. Zuletzt hat er das so vor 10 Jahren oder sowas gemacht und war damals nicht so richtig glücklich mit dem Besuch in der Stadt, weil es war halt gerade ziemlich viel Weihnachtstrubel und alle Leute sind mit großen Tüten rumgerannt und keiner war so wirklich besinnlich und der Wichtel dachte sich, naja, wenn die stille Zeit vorbei ist, wird es auch wieder ruhiger, ne? War schon damals ein ziemlich cooler Wichtel. War ein bisschen anders als andere Wichtel und ein bisschen neumodischer drauf. Aber trotzdem, diese Weihnachtshektik und dieses, jeder muss noch Einkäufe machen und dies und das und sehr und jenes besorgen, das hat ihm nicht so richtig gepasst. Da war ihm die Ruhe im Wald doch erheblich lieber. Und ja, dann hat er sich gedacht, also auch damals schon vor 10 Jahren, er geht mal im nächsten Dorf schauen, ob es denn da ähnlich schlimm zugeht. Und je weiter raus er von der Stadt gekommen ist und ist dann langsam beim Nachhauseweg den Berg wieder hoch, ist er an so ein paar Bergdörflein vorbeigekommen. Und da gibt es ja hin und wieder dann auch nochmal so einzelne Höfe, die ein bisschen weiter außen stehen. Und dann hat er bei denen mal durchs Fenster geguckt und tatsächlich gab es da noch eine Großmutter, die Plätzchen gebacken hat mit den Enkelinnen und den Enkeln. Und die Männer kamen nach Hause. Der Wichtel musste sich gerade verstecken und aufpassen, dass er nicht gesehen wird, weil sie kamen direkt aus dem Wald und hatten zu zweit eine riesen Tanne auf der Schulter, die als Weihnachtsbaum herhalten musste. Aber wohlgemerkt eine, die sowieso üblicherweise sowieso hätte entnommen werden müssen, weil sie nämlich ein Bedränger von einem Z-Baum gewesen ist. Der Wichtel kennt sich mit sowas aus. Ja, also war es überhaupt nicht dramatisch, dass die Tanne entsprechend abgenommen worden, also aus dem Wald geholt worden ist. Also die Leute kannten sich da definitiv aus und haben kein unnötiges Baumleben etwa irgendwie beendet, sondern es war alles sehr reflektiert. Und damit sind sie dann eben in die Stube gekommen und die Großmutter hatte schon eine große Tasse Krümeltee für sie vorbereitet. Jeder hat eine große Tasse Krümeltee, Zitronengeschmack bekommen und da kam dann schon eher Weihnachtsfeeling auf und der Wichtel war eigentlich ganz zufrieden und dachte sich, dass ihr offensichtlich noch in irgendeiner Form Besinnung und Ruhe und Stille selbst jetzt noch eine Rolle spielen. Und dann ist er wieder zurück zu seiner Wurzel, hat sich reingelegt und ein Nickerchen gemacht. So, und jetzt ist er 10 Jahre später im Jahre des Corona 2020 wieder aufgewacht und geht wieder mal zurück runter in die Innenstadt und dachte sich, er kann ja mal gucken, was die Menschen so treiben. Und was stellt er fest? Ja, da ist keiner. Und warum ist da keiner? Na, weil Corona. Also geht der Wichtel mal ein bisschen weiter und schaut beim Versandhandelszentrum unten in der Rheinebene vorbei. Und da ist er dann wieder, die entsprechende Weihnachtshektik. Und der Wichtel stellt fest, dass die Leute scheinbar nicht weniger Geschenke kaufen, sondern den Geschenkekauf bloß auf Versandhandel, ich will jetzt keine böse große Firma nennen, die daran maßgeblich beteiligt ist, verlegt haben. Also ist der Wichtel wieder mal sehr enttäuscht von uns Menschen und beschließt wieder zurück in Richtung Wald zu stapfen. Erfreulicherweise gab es im Jahre 2020 des Corona immerhin einen halbwegs gescheiten Winter, sogar mit Schnee, sodass der Wichtel unterwegs auch wieder seine kleinen Wichtelfußspuren im Schnee hinterlassen konnte. Und das gefiel ihm eigentlich ganz gut, da hatte der Mordspaß und ist dann halt von Schneeloch zu Schneeloch gehüpft, indem er immer ganz untergegangen ist, fast bis zur Mütze und kam dann irgendwann wieder bei diesem Dorf vorbei. Leider war inzwischen die Großmutter verstorben, aber dafür waren die Enkel deutlich älter geworden und legten wohl Wert darauf, dass ihre Eltern die Tradition, die die Großmutter etabliert hatte, ein wenig fortführen. Und die Männer, die da wiederum mit einer Z-Baum bedrängenden Tanne aus dem Wald gekommen sind, waren diesmal ein bisschen älter geworden und hatten ein bisschen längere und ein bisschen grauere Bärte, aber im Wesentlichen schien doch alles irgendwie genauso zu sein wie damals vor 10 Jahren, als der Wichtel das letzte Mal da im Dorf vorbeigekommen war.
Und dann hat er wieder durchs Fenster geguckt und entsprechend haben diesmal die Mütter zusammen mit den Kindern nach Großmutters altem Rezept die Kekse gebacken und die Kinder konnten auch erheblich mehr mithelfen, weil sie nicht mehr ganz so klein waren. Und der ganz Kleine hat auch nicht mehr den ganzen Teig aufgefressen und dementsprechend gab es dann auch mehr Kekse für alle. Der Duft von den Keksen ist dann durch so ein Fenster rausgeströmt und der Wichtel war wirklich ziemlich begeistert und hatte sich überlegt, ob er nicht auch mal einen Keks haben möchte, anstatt dauernd immer nur Tannennadel-Triebspitzen zu essen. Wichtel ernähren sich nämlich von Tannennadel-Triebspitzen. Darum sollte man auch nicht zu viele Wichtel in seinem Wald haben, weil sonst wird das mit dem Tannenwachstum ein bisschen eingeschränkt. Aber dankenswerterweise sind Wichtel heutzutage ja eher selten und die paar, die noch da sind, stehen unter Artenschutz. Das heißt, man muss sich da keine großen Sorgen um die Wichtelpopulation entsprechend machen. Ja, und Wichtel war also dementsprechend wieder relativ zufrieden. Und jetzt muss ich ablesen. Der Wichtel stellte also fest, von seinen Gedanken noch ganz benebelt, sah er also, dass auch heute noch das Fenster des alten Hauses die entsprechende Familie zeigte, wie sie gemeinsam um den Adventskranz saß und der Vater den Kindern eine Geschichte vorlas. Und der Wichtel war eben entsprechend zufrieden, dass die Menschen immer noch nicht nur durch die Straßen hetzen, sondern dann irgendwann, wenn die stille Zeit vorbei war und es wieder ruhiger wird, mit Kerzen erleuchtet im Hause hocken und gemütlich Weihnachten zusammen zelebrieren. Dem Wichtel wurde es ganz warm ums Herz und er schlich sich leise und unbemerkt dorthin, von wo er gekommen war, und dann war er weg. Und ich gehe jetzt auch wieder aus dem Bild. Ich werde ins Bild geschoben. So. Und dann wünschen wir frohe Weihnachten, bedanken uns herzlich für die zahlreichen Aufrufe und Anguckereien und Kommentare und Dankesbotschaften für den Adventskalender. Frau hat ganz viel geholfen. Ja, das habt ihr alle schon begriffen. Das steht ja an den allermeisten Danksagungen, dass mir ihr uns Danke sagt. Das freut mich persönlich sehr. Sie haben verstanden, dass ich recht viel geschnitten habe von dem Zeug. Jawohl, jawohl, jawohl. Also von mir waren natürlich die wissenschaftlichen Beiträge, wie immer. Aber in diesem Fall war jetzt wirklich Schnitt größtenteils hier Frau. Und in einigen Teilen kommt sie ja auch nochmal in einer aktiveren Rolle vor. Ja, zum Basteln, zum Kochen, zum... Ja, ja. Dich durch Weihnachten durchscheuchen. Ja, so wie sonst eigentlich auch. Da ist kein großer Unterschied zu Weihnachten. Gell, Schatz? Fiesling. Ja. Wir wünschen euch ganz ein frohes Fest, besinnliche Tage, bleibt gesund und den guten Rutsch noch nicht, weil es kommt noch was zwischendrin. Richtig. Und geht mal in den Wald und noch eine kleine Ankündigung. Auch dieses Jahr gibt es natürlich wieder einen Waldjahresrückblick dann in ein paar Tagen. Irgendwann rechtzeitig zum 31. Und auch eine Prognose für 2021. Das ist auch eins meiner beliebteren Videos. Stimmt. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.